Hallo du, du und du, grüß Gott und alle miteinander. Seid ihr bereit für den Adventskalender? So öffnen wir heute den Dezember. Hallo ihr Lieben, ich bin die Anja und heute am 5. Dezember 2020 werde ich mit euch Lebkuchenmännchen backen. Dafür benötigt ihr folgende Zutaten: 500 Gramm Mehl, 200 Gramm Puderzucker, den bitte schon vorsieben, damit er schön fein ist, 200 Gramm Butter, 6 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Kakao, 2 Eier, Größe L oder 3 in Größe M. Ein Päckchen Backpulver, einen Teelöffel Lebkuchengewürz, das gibt es schon fertig zu kaufen, und dann noch optional 100 Gramm Mandelsplitter, die ruhig ein bisschen schon anrösten in der Pfanne, und optional noch je 50 Gramm Orangeat und Zitronat, das schon schön klein gehackt. Als nächstes braucht ihr natürlich eine Schüssel und ein Dreimix und da am besten Knethaken verwenden, weil sonst habt ihr eine riesen Matscherei. Es ist nämlich ein sehr klebriger Teig. Oder ihr benutzt einfach eure Hände. So, dann wollen wir anfangen. Allerdings habe ich natürlich schon etwas vorbereitet. Deshalb werde ich einfach in die Hände klatschen und der Teig ist schon fertig. So, hier ist nun der fertige Teig. Den habe ich über Nacht in Frischhaltefolie im Kühlschrank gelagert, damit er sich ein bisschen entspannen kann. Nun werde ich die Arbeitsfläche etwas mehlen, weil sonst klebt es nämlich ein bisschen beim Ausrollen. So, nun habe ich ihn ungefähr fingerdick ausgerollt und nun habe ich so einen schönen Ausstecher. Wer diesen nicht hat, kann sich einfach auf Papier einen aufmalen, den ausschneiden und dann mit dem Messer einfach ringsherum ausschneiden. Aber ich hatte die Möglichkeit, mir einen Ausstecher zu besorgen. So, und dann geht's ans Ausstechen. So, wenn ihr jetzt alles schön ausgestochen habt, legt ihr die auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und dann werden sie bei 160 Grad ungefähr 20 Minuten gebacken. Schön dabei bleiben, weil sie sollten nicht schwarz werden. Und da das jetzt zu lange dauern würde, habe ich natürlich auch hier etwas vorbereitet. So, und hier sind nun unsere fertigen Lebkuchenmännchen. Einmal der normale. Einmal der mit Orangeat und mit dem Mandelsplittern drin. Ich glaube, das sieht man nicht ganz. Und natürlich kann man auch andere Formen nehmen. Ich habe hier zum Beispiel noch Herzen ausgestochen. Oder Sterne. Oder Monde. Die könnt ihr jetzt natürlich noch verzieren. Mit einer Puderzucker-Eiweißmischung. Allerdings habe ich da jetzt noch nicht das perfekte Rezept für gefunden, aber vielleicht könnt ihr mir eins zukommen lassen. Das wäre ganz toll. So, jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Tschüss! Ein neuer Tag, ein neues Licht, der Kerzenschein, die Nacht durchbricht. Von Licht zu Licht, von Tag zu Tag, Advent, der kommt, wie ich das mag. Von Licht zu Licht, von Tag zu Tag.
Nacht an, das Licht, es siegt, wenn Gott als Kind